Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen schuf und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit der Mann bei ihr Ruhe finde. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um Familie, Ruhe und Zuneigung. Die Familie ist der Eckpfeiler der Gesellschaft und die Grundlage ihrer Struktur. Der Zusammenhalt und die Stabilität der Gesellschaft gehen mit dem Zusammenhalt und der Stabilität der Familie einher. Daher schenkt der Islam der Familie eine große Sorgfalt, um unter allen ihren Mitgliedern Ruhe, Zuneigung und Barmherzigkeit zu erreichen. Allah, der Allmächtige, sagte so im Koran, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Zitat Ende. Wer über diesen edlen Koranvers nachdenkt, wird feststellen, dass Allah deutlich gemacht hat, dass der Aufbau einer Familie eines seiner großen Zeichen ist, indem Allah die Ehe zu einer Quelle der Ruhe gemacht hat, in der beide Ehepartner aufeinander zurückgreifen. Allah hat so Zuneigung und Barmherzigkeit zu den Fundamenten des Familienaufbaus bestimmt. Zuneigung ist das, was zu einer guten Behandlung ermutigt, sodass jeder der Ehepartner toleriert, was dem anderen missfallen könnte oder die unterschiedlichen Verhaltensweisen. So wird die Familie auf guten Manieren, Barmherzigkeit und Mitgefühl beruhen. Und im Schatten dieser stabilen und zusammenhaltenden Familie wächst die Güte, entstehen edle Eigenschaften und rechtschaffene Nachkommen und Glück verbreitet sich im ganzen Haus. Um Ruhe und Zuneigung in der Familie zu erreichen, müssen bestimmte Dinge getan werden. Erstens, in guter und rechtlicher Weise mit den Ehefrauen umzugehen. Allah sagt im Koran und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, behandelt die Frauen gut. Zitat Ende. Zweitens, Ehemann muss für seine Familie sorgen, indem er für Essen, Trinken und die Kleidung sorgen muss. Wie der Allmächtige Allah im Koran sagt, und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in richtlicher Weise aufzukommen. Zitat Ende. Und in einem zweiten Koranvers steht, der Wohlhabende soll entsprechend seinem Wohlstand ausgeben. In diesem Zusammenhang sagte unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, das beste Almosen ist das, was man nach der Befriedigung seiner Bedürfnisse gibt. Und die obere Hand ist besser als die niedrige. Beginne mit demjenigen, den du unterhältst. Ebenso entschieden trat der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, gegen bestimmte Männer, indem er sagte, welch eine hinreichende Sünde, dass ein Mensch diejenigen vernachlässigt, die unter seiner Obhut stehen. Zitat Ende. Drittens, Geheimnisse zwischen den Eheleuten zu bewahren, da sie füreinander eine Quelle der Ruhe sind. Geheimnisse preiszugeben ist weder für die Religion noch für die guten Manieren annehmbar. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte, gewiss ist derjenige, der mit seiner Frau schläft und dann ihr Geheimnis erzählt, am Tage des Gerichtes vor Allah in den schlimmsten Situationen. Zitat Ende. Viertens, sich beide an der Erziehung der Kinder zu beteiligen. Die Rolle der Ehegatten besteht nicht nur darin, für die Kinder zu sorgen, indem sie Essen, Trinken und materielle Bedürfnisse zur Verfügung stellen, sondern ihnen auch Werte und Moral zu vermitteln, um sie zu qualifizieren, ihre Rolle beim Fortschritt der Gesellschaft zu spielen. Auf diese Weise werden Kinder für ihre Eltern eine Quelle der Freude im Diesseits und im Jenseits.
im Koran findet sich ein schönes Bittgebet hier vor. Also es steht im Koran: Unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude und mach uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Zitat Ende. Dafür sagte der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, wenn ein Mensch stirbt, enden seine Taten außer drei. Eine ständige Nächstenliebe, Wissen, aus dem die Menschen Nutzen ziehen und ein frommer Sohn, der für seinen Vater immer betet. Zitat Ende. Und damit Sicherheit, Ruhe und Glück für die ganze Familie erreicht werden, müssen die Kinder auch für die Rechte der Eltern achten. Wie der Allmächtige Allah im Koran sagt, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pfui, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Zitat Ende. Fünftens, gegenseitig über die Lebensangelegenheiten der Familie zu diskutieren. Denn auf diese Weise spürt jedes Familienmitglied seine Rolle und seine Bedeutung. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, beriet sich mit seiner Frau Ummu Salama, möge Gott mit ihr zufrieden sein, über den Vertrag von Hudaybiyah. Und er stimmte mit ihr überein und war mit ihrer Meinung zufrieden und am Ende war in ihrem Rat die Güte. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und die Friede seien auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Es besteht keinen Zweifel daran, dass die Eltern der beiden Ehegatten eine große Rolle bei der Erhaltung der Familie und ihrer Stabilität spielen können, indem sie die Bande der Liebe, des Respektes, der Ruhe und der Zuneigung zwischen den Ehepartnern unterstützen, ihre Privatsphäre respektieren und Streitigkeiten durch Ratschläge und Anweisungen eindämmen. Der Allmächtige Allah sagte im Koran, und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan stachelt zwischen ihnen auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Zitat Ende. Und er sagte auch, wenn ihr widerstreibt zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Was wir daher stark brauchen, ist Ruhe und Zuneigung in unseren Häusern, damit Liebe, Harmonie und Stabilität in der gesamten Gesellschaft herrschen. Unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude und mach uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Zitat Ende. Dankeschön. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.